6.16 Uhr. Na gut, das Maus-Oberteil sieht sie bei den Unterbüchsen nicht, die ist nicht so schick. Das ist die Zeit, wo man das noch hasst, alles. Wetter heute eher bescheiden. Und was ihr so knittern hört und knistern hört. Ja, hier hört man es deutlich. Das ist der leise rieselnde Schnee. Um nicht zu sagen, eigentlich eher fast so Schneeregen. Es wird, glaube ich, ein harter Morgen. Kopfdecke sind schon bereit. Stirnlampen. Handwärmer. Und ein Ersatzakku. Ja, sieht eigentlich mehr so nach Eisregen aus da draußen. Denn es wird zum einen nicht weggetragen, aber es wird auch eher dünner als dicker. Also richtig normaler Regen ist auch nicht, wie man hört. Hier haben wir so ein Kunststoffdach hier in dem Vorhaben. Knackert es ganz gut, also scheint es doch zu schneien, aber ziemlich harten Schnee, also können wir mal von Eisregen ausgehen. Wir haben es echt voll getroffen. Und dann sind wir heute auch noch zu zweit unterwegs, weil unsere beiden Mitwanderkollegen ein bisschen angeschlagen sind. Die haben ein hartes Jahr hinter sich. Die wollten dann doch lieber noch im Hotel ausschlafen und frühstücken und dann holen wir sie später ab und wandern dann noch ein Stück gemeinsam weiter. Also es wird, glaube ich, heute ein harter Zeheraufstieg. Mal gucken. So, ist doch kein Eisregen, ist mehr so Nassschnee. Weiß nicht, ob man das so hört oder die Schuhe hier. Man wird immer mit jedem Schritt noch einen Zentimeter größer, weil das kleben bleibt oder die Schuhe. So ein richtig schöner Baxi-Schnee mit Dauerregen drauf. Ich glaube, das wird ein geiler Weg da hoch. Zumal wir über so eine Skipiste laufen, das dürfte sehr interessant werden heute. Aber wir haben uns das also ausgesucht. Schön geschmeckt, die Ferienwohnung, uns gehört ja der untere Teil. Und wir haben immerhin einen eigenen Parkplatz. Ich bin auch froh, dass ich mit dem Golf gefahren bin, der hätte hier, glaube ich, gar nicht reingepasst. Ja, mal einmal filmen hier. Das sieht man auch. Naja, auf der Kamera sieht man es nicht. Dass es immer noch ziemlich nasser Schnee ist, der eher Löcher schlägt als liegen. Und liegen bleibt da ja auch, wie man sieht. Dafür ist nicht ganz so biestig kalt. Knapp über Null. So, gefühlt laufen wir jetzt seit 30 Stunden hier irgendwie geradeaus. Und jetzt diese Steigung hier. Dabei ist es nur noch ein Kilometer. Von insgesamt, ich weiß nicht, 3,5, 4 schätzungsweise. Ach, es ist super anstrengend. Der Schnee ist hier doch schon langsam ein gutes Stück tiefer. Man hört es vielleicht auch an den Schuhen. Anstrengend. Keine Ahnung, wir haben jetzt einen kleinen Zwischenstopp hier gemacht in so einer Hütte. Und haben uns erstmal nackig gemacht. Heike ist raus aus der langen Unterbüchse. Ich habe meinen noch anbehalten. Ich habe dafür die Jacke weggeschmissen. Deswegen hat uns das jetzt ein bisschen Zeit gekostet. 8 Uhr. Wir hoffen, wir schaffen das noch pünktlich zum Sonnenaufgang. 17 Minuten, das wird knapp für die letzten 800 Meter. Aber das ist dann, glaube ich, auch nicht so ganz entscheidend. Ist ja auch schon ganz schön hell jetzt. Wir sind bestimmt seit längerem die Einzigen, die sich hier die Unterbüchsen ausziehen. Aber ist ja keiner gekommen. Und irgendwie ist es auch cool, so die ersten Spuren im Schnee hinterlassen zu haben. Also seit den letzten 200 Metern vorher war noch mal schon ab und zu mal, aber naja, war noch eher Rehe. Aber hier ist wirklich gar nichts mehr. Hier laufen wir durch so ganz unberührten, schiefen Schnee. Irgendwie ist das, als Norddeutscher, der kaum Schnee zu Weihnachten hat, ist das immer wieder geil, hier kurz vor Weihnachten noch mal herzufahren und sich schon mal auf Weihnachten einzustimmen mit diesem Schnee. Irgendwie ist das toll. Das werden wir auch jedes Jahr weiter jetzt machen. Allerdings werden wir jedes Jahr den Berg wechseln. Sonst ist es ja auch langweilig. Ja, wie man sieht, also auch durchaus Warmduscher geeignet. Wenn er hier irgendwann mega stattfindet, fährt hier zwar kein Zug hoch, aber bestimmt irgendwann hier der Sessellift. Am Ende hat man noch einen Scherz eingebaut. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennt, hier geht das irgendwie so eine Sprungschanze hoch. Und links davon ist eine Treppe. Ja, herzlichen Glückwunsch auf die letzten 300 Meter. Also ich weiß nicht warum, aber die Brockenstrecke war ein Witz dagegen. Allerdings laufen wir mittlerweile auch knöcheltief im Schnee. Das wird immer mehr. Verdammte Kacke. Diese Treppe hat etwa 87 Milliarden Stufen. Und dann, oh Gott, so oben auf der Sprungschanze.
Ich weiß nicht, ob man es mal lesen kann, aber hier ist die Wurmberg-Gaststätte. Und hier ist der Wind ekliger als auf dem Brocken, weil der hier dauernd dreht und anders immer in die Fresse haut. Ach, und langsam bereuen wir es, hier hochgelaufen zu sein, ehrlich. Ja, jetzt bin ich aber auch fertig, ey. Aber jetzt war anstrengend. Die Sprungschanze da hoch, das war ja der Hammer. Oh, die hat echt viele Stufen. Jetzt müssen wir es mal ausruhen und gucken, ob wir irgendwo eine Hütte oder sowas finden. Hier ist natürlich auch alles zu. Alter Mann hier. Oh, das ist so kalt am Finger. Oh. Ah. Perfekt. Jetzt ist die Rutsche frei für die Kinder. Das muss noch. Hier mal ein vorbildlicher Cache. Ist zwar ein bisschen zugefroren gewesen, ging dann aber doch auf. Und vor allen Dingen im Trockenen und Geschützten. Ich glaube, selbst wenn hier viel los ist, wird man hier kaum gesehen. Und im Moment sind wir ganz froh, wenn wir mal ein bisschen aus dem Schnee rauskommen. Das hört hier überhaupt nicht auf zu schneien. Im Moment fällt es wenigstens mal von oben nach unten und dann treibt mich immer waagerecht, wie bis jetzt die ganze Zeit. Also hier liegt wirklich üppig Schnee schon. So, jetzt haben wir es geschafft. Vom Sonnenaufgang war exakt gar nichts zu sehen, außer dass es ein bisschen heller wurde. Jetzt treibt der Schnee allerdings auch wieder leider so von rechts nach rechts. Das ist wirklich waagerecht, das ist sehr unangenehm kalt und eisig. Und wenn man die Bäume so sieht, das erinnert ja schon an einen Bodenfußschlag und das wirklich nicht heftig, wenn man das überhaupt machen wollte. Also, Wurmberg ist schön, aber als Ersatz für Brockenfische ist schon heftig. Also, ich muss sagen, die 3 Kilometer kamen wir, 3,5 kamen wir schon mal vor, jetzt ist es Brockenboden. Eine einzige lange Gerade, unendlich immer höher. Dann haben wir auch blöderweise genau den Weg gewählt, wo wir praktisch neben der Sprungschanze gefühlte 1 Trillion Stufen hochlaufen mussten. Das hätte man sich vielleicht sparen sollen. Ansonsten cool und es ist mal geil, so ein Wohnbergfrühstück dann mal alleine oder zu sein, zu zweit zu machen. Das hat ja auch was. Und, wir haben hier auch genau die ersten Spuren gespürt. Das ist die Wand von uns gebraucht. Eine Spur gespürt und nichts. Das hat auch was. Ach so, da habe ich vergessen, rauscachen.